Auf ein völlig neues Fahrgefühl dürfen sich in einigen Wochen all die Autofahrer freuen, die dann zwischen Welcherath und Drees in der Verbandsgemeinde Kehlberg unterwegs sein werden. Von der Abzweigung von Kirsbach bis Drees hat die Kreisstraße einen neuen Belag bekommen. Die enge, holprige Buckelpiste hat ausgedient. Es hat sich einiges getan in den vergangenen Wochen in diesem Teil des Landkreises Vulkaneifel, der dort in der Nähe des Nürburgrings an die Kreise Mayen-Koblenz und Ahrweiler grenzt. Vor allem im 170-Einwohnerdorf Drees in der Verbandsgemeinde Kehlberg, wo nicht nur für 23 Millionen Euro ein Ferienpark mit 100 Häusern entsteht, sondern eben auch gleich zwei Straßen ausgebaut werden. Weit fortgeschritten sind die Arbeiten am Ausbau der Kreisstraße 92 von der Abzweigung Kirsbach bis Drees. Dort wurde in dieser Woche geteert. Nach derzeitiger Planung soll die neue Fahrbahn in der kommenden Woche die letzte Deckschicht bekommen. An die holprige Piste der Vergangenheit erinnert nichts mehr. Einige gefürchtete Sprungschanzen sind entschärft worden. Voraussichtlich Ende Mai soll die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben werden. Damit ist aber nur ein Teil dieses Großstraßenbauprojekts des Kreises Vulkaneifel erledigt. Denn es steht noch der weitere Ausbau von der Abzweigung Kirsbach bis Welcherath und der Ausbau der Kreisstraße 93 von Drees über Nitz bis zur Grenze des Kreises Mayen-Koblenz an. Insgesamt werden knapp 1,8 Millionen Euro investiert.